Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal bei mir und bei Lands Island. Ja, ich speichere direkt mal und gehe schlafen, weil sonst kann Lenny nicht wieder pennen, wenn es hier hell wird. Letzte Folge ist es ja so gewesen, dass wir hier angefangen haben, unser Haus zu renovieren und auf Stein umzubauen. Dem Ganzen würde ich jetzt gerne diese Folge auf jeden Fall noch das i-Tüpfelchen aufsetzen und das Ganze vervollständigen. Dafür benötigen wir natürlich Steine und Holz und um das Holz würde ich mich jetzt als erstes mal kümmern. Nee, Moment, wir haben jede Menge Holz, sehe ich gerade. 345, das heißt, wir brauchen Steine. Bedeutet, wir gehen auf jeden Fall in die Höhle, um da ein bisschen was abzugrasen. Werden aber auf keinen Fall in die Nähe also mit dem Aufzug runterfahren, weil es in diesem Abschnitt der Höhle halt nur noch recht wenig Steine gibt. Bedeutet, wir werden eher in den etwas Lower-Bereich reingehen und gucken, dass wir dort ein bisschen was an Steinen finden, die wir abbauen können. Weil, wie gesagt, Steine sind jetzt Mangelware, die brauchen wir auf jeden Fall ganz dringend. Ich hoffe, dass wir da jetzt dass wir da jetzt gut fündig werden, sodass wir hier auf jeden Fall dann auch das Haus im nächsten Upgrade-Bereich dann einmal fertig bekommen, sodass wir dann anfangen können, auch neue Sachen halt uns craften zu können und das Haus ein bisschen hübscher zu gestalten. Die Beete würde ich nämlich tatsächlich, ich habe mich jetzt auch dafür zu entschlossen, die Beete nicht mehr so direkt ans Haus zu bauen, beziehungsweise nur noch auf einer Seite so ans Haus dran zu setzen und quasi oben einen riesengroßen, massiven Balkon zu bauen, der uns quasi dabei helfen soll, ja, die Beete halt an einer Stelle dann eben zu platzieren, ne? Sodass wir dann eben den Farmbereich, also wirklich Bauernbereich, dass wir den auf eine Seite dann bekommen. Weil ich finde das ein bisschen doof, dass wir da jetzt so gesehen alles auf einer Seite haben. Auf mehreren Seiten haben, entschuldigt. Und wir so gesehen halt keinen Platz im Haus an sich haben. Weil wir müssten dafür jetzt wieder einen neuen Bereich bauen, also ein neues Stockwerk, um das jetzt irgendwie noch schön zu gestalten. Und ja, dementsprechend fände ich das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ich muss mir mal ganz kurz hier was hinlegen. Ich habe mir hier nämlich so einen Entwurf ausgedruckt, wie ein Haus aussehen könnte. Da möchte ich mich ein bisschen dran orientieren, um das Ganze halt auch wirklich schön zu gestalten. Und dementsprechend werden wir da mit Sicherheit auch in den nächsten Folgen dann ein bisschen was von zu sehen bekommen. Keinerlei Ressourcen hier unten gerade, also nichts, was wir abbauen können. Das ist wirklich ärgerlich. Steine sind ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, kommt es zumindest einem so vor, als wäre das wirklich absolute Mangelware. Als würde man die nicht mehr einfach so bekommen. So, hier bekommen wir auf jeden Fall schon mal. Nee, kriegen wir auch nichts. Was ist denn hier los? Ah ja, hier kriegen wir auf jeden Fall was. Echt mager heute, die Ausbeute. So, mehr Stein. Ah, okay, hier waren wir schon. Gut, dann rennen wir wieder nach unten. Ich hatte es mir fast schon gedacht, dass wir hier jetzt gerade einem Ich laufe im Kreisweg auf den Leim gegangen sind. Das ist natürlich dann eher weniger meine Absicht. Weil im Kreisrennen ist dann doof. Man kennt das Gefühl, ne? Sobald man dann am anderen Ende des Kreises angekommen ist, fuckt man sich ab und denkt sich, Scheiße, wir sind im Kreis gelaufen.
Könnte sich irgendwie immer wieder fragen, warum kommen die immer direkt so angelaufen, sobald man hier die Steine abbaut. Ob sie das wirklich so nervt? Weiß es nicht. Heureka! Ah, hier bekommen wir einiges an Steinen. So. Und Kohle. Was ich zum Beispiel auch noch eine coole Mechanik fände, neben dem, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, hier mit dem Jagen und so. Und Fischen, das mit dem Fischen, das soll ja tatsächlich noch kommen, hat mir hier mal jemand in den Kommentaren gesagt, dass die Entwickler da schon von sich aus was gesagt hätten. Was ich noch cool fände, neben diesen Mechaniken, wäre zum Beispiel, wenn man in der Stadt ein Grundstück erwerben könnte, was man ja kann, aber da eben kein Haus baut, sondern dann eben so einen Handelsposten errichtet, wo man so quasi gesehen seinen eigenen Hofladen baut. Und dann eben dort Sachen anbieten kann, die man verkaufen tut. Ob das jetzt eher, ob das jetzt wirklich so krass an der Realität, sein soll, dass man eben vor Ort sein muss, um die Sachen zu verkaufen, eben als Händler, eben im Laden stehen, ne, und verkaufen. Oder ob das dann mit einem Zeitmanagement-System irgendwie funktioniert, das sei mal dahingestellt. Aber das fände ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Mechanik, wenn es sowas geben würde, um dann eben auch so noch an Geld zu kommen. Wer das letztendlich kauft, sei mal dahingestellt, das können ja die Bewohner der Stadt machen. Aber ich denke mal, dass wir hier grundlegend auch an Dinge kommen, die andere in der Stadt eben nicht haben können, wie Dark Essence etc. Ich meine, wir können ja auch so alles verkaufen, klar, das ist mir für durchaus bewusst, aber ich fände es auch irgendwie eine schön gestaltete Mechanik, wenn wir das einfach in unserem eigens aufgebauten Hofladen irgendwie verkaufen könnten. Das fände ich auch sehr nice. Also da hätte ich richtig Gefallen dran. Wäre zum Beispiel noch eine Idee, die den Entwicklern irgendwie noch kommen könnte, dürfte. Gerade noch ein bisschen. Nee, du sollst das da reinpacken. So, ich hoffe, wir finden hier noch ein bisschen Holz. Stein, Entschuldigung. Weil mit 170 oder was wir da gerade haben, kommen wir halt leider nicht so weit. Es ist schon echt ein bisschen deprimierend gerade, ne? Man findet hier nicht wirklich was in der Höhle. Da unten ist, glaube ich, noch ein bisschen Stein mit Schrapnell. Ja, das ist sogar richtig. So, erstmal hier alles säubern. So. Sehr gut. Jetzt sind wir bei 186. Ach, da ist noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. So, damit haben wir hier auf jeden Fall schon mal einigermaßen zufriedenstellend gefarmt. Hier bei 195, wenn wir so auf 250 kämen, wäre das doch schon mal was.
Also lasst es euch gesagt sein, Holz ist auf jeden Fall die, ach Holz, Brot ist auf jeden Fall die bisher ergiebigste Nahrungsquelle, weil sie einfach A sehr gut heilt und B sehr viel vom Hunger wieder wegnimmt. Also das muss ich sagen, ist eine Sache, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir da eine Leiter gefunden, womit wir da jetzt gleich hochkommen. Da haben wir, das heißt, wir haben sogar etwas hier jetzt festgestellt, was wir so vorher gar nicht hatten. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hallo? Reparierende Leitung kommt, können die nicht hochklettern? Was ist das für ein Quatsch? Bin ich jetzt doof? Müssen wir das. So, jetzt haben wir nichts. Nö, so klettert er auch die Leiter nicht nach oben. Ach krass, man muss da hochspringen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich hier richtig ein Problem. Moment. Wie kriegen wir jetzt unser Schwert wieder? Gar nicht, ne? So ein Schmutz. Ja, da soll aber auch mal einer drauf kommen, Leute. Kannst du mal. Sind all unsere Steine weg, oder? Ja, alle Steine sind weg. Also sorry, dass das hier mit dem Abbauen, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt echt genervt, dass die Mechanik des Spiels so doof ist. Also das finde ich echt nicht gut. Nicht gut gelöst, dass man hier das Schwert einfach nur mal vom Ausrüstungsslot nimmt und man dann keine Möglichkeit mehr hat, mitten in der Höhle sich dieses Ding halt wieder zu nehmen. Das ist doch mehr als undurchdacht. Also sorry. Und ich mag das Spiel eigentlich sehr. Also ich finde es super. So, was wir jetzt gerade tun, ist hier mal gerade schlafen gehen. Ach komm, wir bauen den ganzen Kram mal gerade ab, der hier fertig ist. So ein Schmutz. Ich meine, klar, da oben mit einer Pikaue gegen die vier Typen da anzutreten, ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei gewesen. Aber ich wollte es wenigstens versuchen. Aber selbst die Mechanik hat ja nicht funktioniert. So, jetzt ist hier die Leiter, jetzt ist hier die Treppe wieder im Weg, um an diese Pflanzen ranzukommen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Also es tun sich doch, die ein oder andere Mechanik des Spiels tut sich auf, die nicht ganz so glücklich ist. Also da muss man schon sagen, da muss noch ein bisschen was passieren. Ich meine, deswegen ist es auch Early Access, klar. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die dürften eigentlich nicht übersehen werden. Das finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen schade. So. Weizen, Rande. Ach, jetzt sind hier auch wieder alle fertig. Das ist übrigens. Wartet mal gerade. Ich muss mal gerade was nachgucken. Wir haben hier noch die Möglichkeit, uns eine Sense zu machen, nämlich das Teil. So, das machen wir jetzt mal. Und jetzt packen wir die mal eben gerade hier rein. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das damit schneller geht. Jetzt schlägt er nicht. Ah, so geht das. Alles klar. Na, er hackt aber auch alles andere damit weg. Ja, er hackt hier auch alles andere mit ab. Also das ist ein bisschen ärgerlich.
Wenn wir jetzt hier hingehen und was machen wir denn? E oder R? Ja, also gut, die Sense ist nicht verkehrt, aber das funktioniert dann tatsächlich auch nur, wenn, wenn dann wirklich zwei Felder oder so im Ganzen fertig sind. Sonst funktioniert das auch nicht so gut. Also das ist auch was, das müsste man auch fixen. Im Sinne von, dass das Spiel erkennt, okay, die Sachen sind noch nicht reif, er will das natürlich nicht abernten. Das müsste noch gefixt werden. So, und jetzt möchte ich auf jeden Fall nochmal zu dieser blöden Leiter hin, um zu gucken, wo wir da noch hochkommen. Ich denke, dass das tatsächlich jetzt kein absolutes Secret mehr ist. Da oben ist einfach nur ein Hotspot. Vielleicht, wo man eine Kiste mit Geld findet und so. Es ist jetzt allerdings das Problem, das nochmal wiederzufinden. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo es ist. So, wir gehen jetzt einfach hier rüber direkt. Durch den Wasserfall. Hier runter. Oh, wir sind ja fast gar nicht geheilt. Wir haben aber auch keinen Hunger mehr. So, zack. Also Hunger war jetzt nicht gedeckt, von daher. So, und jetzt meine ich, hier oben müsste es dann irgendwann kommen. Kann man die Leiter hier auch reparieren? Nein, das funktioniert hier nicht. Nein. Also das hat jetzt tatsächlich eben nur... Also ich habe das auch bisher so noch nicht gesehen gehabt, dass es das gibt überhaupt, dass man hier Leitern reparieren kann. So, einmal da hoch. Da oben ist nämlich noch ein Fass. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, es ist jetzt echt ärgerlich, dass unsere gesamten Steine weg sind, die wir jetzt hier zusammengefarmt sind. Da hätte ich vielleicht vorher nachdenken sollen. Aber da kann ich jetzt so akut auch leider nichts dran ändern. Ärgert mich massiv. Weil jetzt müssen wir die alle wieder zusammenbekommen. Steine. Wir waren bei über 100. Bei fast über 200. Das ist echt ärgerlich. So, aber dann müssten ja hier unten die wieder stehen. Ja, genau. Alles klar. Dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Und wart's ab, wenn ich gleich da oben wieder hinkomme zu der Leiter, dann können die werden die Viecher, die da sitzen, auf jeden Fall ihr blaues Wunder erleben. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde das nochmal, weil das war jetzt nicht ganz so offensichtlich. Aha, da sind wir doch schon wieder. Die Idee musst du auch erstmal kommen, dass du auf die Leiter zulaufen musst und dann quasi nur noch springen drücken musst, um da hochzukommen. Weil wenn er vor der Leiter einfach so steht, macht er ja gar nichts. Also du musst quasi wie eine Wand hochspringen. Du musst einfach immer nur springen drücken, dann kommt er immer ein Stück höher und ja, da bin ich so tatsächlich gar nicht drauf gekommen. So. Meine Freunde, das habt ihr vorhin nicht umsonst gemacht. Jetzt ist hier Feierabend. Erstmal euch hier euren Spawnpunkt nehmen. Jetzt machen wir hier mal das Lämpchen an. Okay, hier gibt es auf jeden Fall schon mal Stein. 3 Stück an der Zahl, das ist schon mal gut. Unter anderem mit Kohle, wie ich sehen kann. Und mit Stahl, das ist natürlich auch toll. Und es gibt 2 Truhen, die ich gerade sehe. Stein von vorhin haben wir auf jeden Fall so jetzt noch nicht wiederbekommen.
Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich ist das. Okay, ist einfach nur ein Eckschrank. Gut, Edelsteine und Geld, das ist natürlich toll. Da geht es nicht hoch. Gut, dann haben wir da oben alles abgefarmt. Ja, wir sind bei 100 Steinen, Leute. Ne? Das ist ärgerlich, aber dem ist jetzt so. Da kann ich jetzt so auch nichts dran ändern. Du kannst da von mir aus versauern. Steine. Das ist eigentlich deutlich zu wenig, um da irgendwas mit anfangen zu können. Weil wir haben halt noch ein ganzes Stockwerk vor uns, was wir zu Stein machen müssen. Ne? Also es ist jetzt nicht mal eben so gemacht. Also deswegen müssen wir da eigentlich noch ein bisschen was zusammenbekommen. So. Ja, und jetzt kommen wir hier, glaube ich, in die City rein. Ne? Und da gibt es halt kaum Stein. Also da gibt es jetzt nicht wirklich was, was man abfarmen könnte. Deswegen möchte ich hier... gar nicht mehr dran gedacht. Ja, wie gesagt, hier finden wir halt kaum Stein, deswegen halte ich das halt für absolut nicht praktikabel, hier jetzt noch großartig in die Stadt zu rennen. Ich meine, hier vorne rechts gibt es vielleicht was, was wir abfarmen können. Da oben gibt es noch ein Fass. Ach du Scheiße. Ich muss das ehrlich sagen, zu Beginn des Spiels, wo ich das angefangen habe zu spielen, hätte ich niemals gedacht, dass man diese riesen Viecher hier überhaupt in Ansatz irgendwie gekillt bekommt. Mittlerweile ist es so, dass die mit 4 Schlägen tot sind. Das ist schon bemerkenswert und das auch nur, weil wir uns eine ordentliche Waffe gecraftet haben. Aber nichtsdestotrotz, Lenny rennt hier komplett ohne Rüstung rum, ohne Schuhe, ohne alles. Und ist damit halt eigentlich so voll, ja, ziemlich einfache Kost, ne? Also... Ah, geil, da war sogar ein Leuchtender dabei. Oder zwei. So, aber wie gesagt, wir sind hier, um Steine zu farmen und nicht, um hier uns jetzt irgendwie... Ja, und das ist eben das Problem, ne? Du bist hier in diesen Fundamenthallen, da findest du halt keine natürlichen Vorkommen. Das ist eigentlich echt realistisch dargestellt. Weil der Mensch erbaut seine Fundamente irgendwo. Wie sollen da noch natürliche Ressourcen vorkommen? Ne? Das kannst du halt völlig vergessen. Das funktioniert halt nur hier bei solchen Geschichten. Da geht das, aber ansonsten schwierig. Nein. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich habe 130 Steine gefarmt, das tue ich mir jetzt nicht an. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, wir warpen raus und schauen uns dann lieber mal noch auf der Insel um, ob wir da noch irgendwie was finden. Ich habe jetzt tatsächlich auch gar kein Zeitgefühl mehr. Was hier die Anwesenheit in der Höhle angeht. Also ob wir da jetzt einen Tag drin waren oder nur ein paar Stunden, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist hier auch schon wieder dunkel gewesen, weil es sieht hier gerade so aus, als würde die Sonne aufgehen statt unter.
So, hier ist Lehm. Lehm brauchen wir da tatsächlich. Hier ist noch Stein. So, wir haben jetzt 208 Steine. Wir gehen mal zum Haus und gucken, wie weit wir damit kommen. Und das, was wir unterwegs noch finden, nehmen wir mit. Und ja, dementsprechend sollten wir da ja, hoffe ich, mal ein Stück weit klarkommen jetzt. Ja, wie gesagt, die Sense, da muss ich ehrlich sagen, das ist eher ein Reinfall statt eine Hilfe. Weil, wie gesagt, wenn du damit Sachen abhackst, die irgendwie eigentlich noch gar nicht fertig sind. Ich meine, man könnte mal schauen, ob man das bautechnisch so weit voneinander getrennt bekommt, dass man die Sachen eben nicht abhackt. Das wäre natürlich schon noch eine Möglichkeit. Hier klimpert schon wieder ganz viel. Hier ist wieder jede Menge fertig. Da ist noch gar nichts dran. Da ist auch nichts dran. Ja, es geht mittlerweile verdammt schnell, dass die Sachen hier parat sind. Was mich natürlich freut. Ich finde das gut, weil damit bekommen wir hier immer wieder neue Sachen. So, der bleibt voll. Das ist auch gut. Hier vor der Tür wächst wieder gut Stein. So, wie sieht es denn hier aus? Da können wir wieder reinpacken. Nehmen wir mal mit. Immer schön die Sachen am Laufen halten. Hier ist aber noch nichts fertig. Okay. Habe ich da gerade gesehen, dass da noch. Nein, da ist alles voll. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. So, einerseits würde ich jetzt gerne erstmal hier alles ausbauen. Das werden wir auch tun. Im zweiten Schritt werde ich aber auf jeden Fall hingehen und versuchen, die Treppe irgendwie zu versetzen und vor allem das hintere Beet irgendwie anders zu verpflanzen. Also das oben kann ja gerne bleiben. Unten würde ich vielleicht eine Terrasse draus bauen. Aber das untere Beet würde ich gerne woanders hinpacken. Ich würde generell eher eine Beetlandschaft errichten wollen, statt das so ans Haus zu setzen. Das fände ich ehrlich gesagt A, ein bisschen schöner und B, sähe das Ganze damit ein bisschen nicht nur attraktiver aus, sondern ist auch praktikabler für mich, um es halt umzusetzen. So, jetzt machen wir aber erstmal den hier. Richtiges Bergmassiv wird das Ganze jetzt hier. Ja, das finde ich jetzt übrigens auch wieder doof. Ne? Jetzt müssen wir das Bett recyceln, um an den Boden ranzukommen. Nicht so geil. So, damit haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal das ganze Haus zu Stein umgewandelt. Nee, wir wollen. Mein Gott, wir wollen ein neues Bett haben. Decoration. Bett, Bett. Wo ist das Bett? Muss doch hierbei sein, oder? Wo ist das Bett hin? Bin ich jetzt blind oder doof? Ach, da ist es doch. So, jetzt haben wir wieder ein Bett. So, und dann geht's hier weiter. Ah, und da ist wieder Feierabend. Ah, können wir hier denn noch ein. Nee, das geht auch nicht mehr. Okay. Gut, dann fehlt uns tatsächlich jetzt noch das Dach. Das Dach und hier der Balkon und hier unten die Beete und dann haben wir alles zu Stein umgebaut, was es gibt. Wir gucken uns das Ganze mal gerade von außen an. Die
Kamera zoomt, glaube ich, irgendwann von alleine raus. Mal gerade eine Sekunde warten und gar nichts machen. Na komm. Oder macht er das nur im Haus? Das kann natürlich auch sein. Okay, da passiert jetzt nichts. Was ich noch gerne auch noch machen möchte, ist mit der Zeit. Wo sind die Lampen? Hier sind Lampen. Es gibt aber auch definitiv noch Lampen, die an den Wänden angebracht werden. Dafür müssen wir mal ganz kurz hier hinten hin. Weil wir können ja auch noch ganz neue Sachen hier, ne, erbauen. Ja, craften, was weiß ich. Large Window, großes Window können wir auch noch machen. Das fände ich auch noch interessant. Das machen wir direkt mal. So. Ein Gate. Ach, guck mal, hier kann man sogar noch einen Zaun bauen. Das ist natürlich auch geil. Ein Deckenlicht finde ich auch interessant. So, und dann gibt es hier aber irgendwo noch. Sind das die hier? Es kann sein, dass das die hier sind. Lernen wir auch mal. Large Retained Rug, just Standard Rug. Okay. Outdoor Chair. Das finde ich jetzt eher unspektakulär. Large Doors. Die Uhr finde ich gut. Das Ding finde ich gut. Was ist das? Eine Glaslampe. Okay, cool. Lightstone Lamp. Finde ich auch cool. Kostet nur 5. Komm, mach mal. Weil wir wollen ja ein bisschen dekorieren in nächster Zeit. Ne? Bücherregal haben wir auch noch nicht. Dann nehmen wir das noch mit. Small Book Gedöns. Was ist das? Achso, das ist ein viereckiger. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Small Book Stack. Nee. Root Bowl, die können wir auf den Tisch stellen. Ist alles sehr interessantes Zeug hier. So, dann haben wir hier noch Wooden Fence. Make good neighbors. Geiler Spruch. Hier das Megafon oder Grammophon in dem Fall fände ich ganz cool noch. Wie viel haben wir denn jetzt noch an Schrott? Wir haben noch 200. Komm, hau raus. Kostet ja immer nur 5, von daher. Haben wir nächsten paar Folgen auf jeden Fall was zu tun. So, das Ding finde ich auch noch geil. Dann das hier und das und das. Flachdach kann man hier übrigens auch bauen, ne? Das ist, wenn du so ein, Skylicht hast, ist das natürlich gar nicht so dumm. Müsste man mal überlegen, weil dann kannst du natürlich, aber ich finde in dem Fall, in dem Spiel finde ich hier tatsächlich so ein Kapitänsgiebeldach, nennt man das, glaube ich, in der Zimmerei eigentlich cooler. So, das hier, a Hafen, easy quick way to create a view. Ja gut, damit kannst du halt einfach nur rausgucken. Ne? Das finde ich jetzt eher nicht so cool. Gut, also damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal alles erlernt, was wir erlernen wollen. Den Rest, ne? Signpost, Feeling Lost, Look for a Sign. Okay, hier kann man ein Schild aufstellen, was man wahrscheinlich irgendwie auch mit einem Namen versehen kann. Was ich jetzt noch interessant fände, ist Weapon Rack. Wollten wir ja sowieso immer haben. Ne? Jetzt haben wir die Möglichkeit, setzen wir das Teil mal hier hin. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine sehr komfortable Werkstatt gebaut. Das ist natürlich sehr gut. So, damit ist das auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Die Werkstatt ist jetzt komplett fertig. So, wie gesagt, als nächstes gehen wir dann hier noch das Steinproblem an. Die Treppe wird versetzt. Zumindest so versetzt, dass sie uns nicht mehr im Weg steht, weil es nervt mich ungemein. Oh, aber das hier sieht jetzt wirklich toll aus. Das hat jetzt ein bisschen was von so einer Burg. Oder so einem Chalet. Einem französischen Chalet. Könnte man auch nennen. Aber ich glaube, wenn das in Terrakotta dann demnächst gestaltet ist, sieht das noch deutlich besser aus. Und ja, und dann müssen wir hier natürlich das Dach auch noch auf Stein umbauen. Und dann werden wir hier auch dann demnächst anfangen, uns hier schön einzurichten. Hier fände ich es zum Beispiel auch noch ganz cool, wenn wir hier auch noch so ein Sesselchen stehen hätten mit einem kleinen Tisch.
Ja, hier sowas. Obwohl, nehmen wir den. Zack. Dann einen Tisch dazu. Was sind das jetzt hier? Die kann man die? Also die könnte man rein theoretisch hier so an die Wand setzen. Das ginge. Fände ich eigentlich ganz cool. Ich hatte gehofft, dass es auch so kleine wandbehangene Lampen gibt. Das fände ich eigentlich auch ganz nice. So, jetzt brauchen wir hier aber noch ein Tischchen. So, und da hätte ich jetzt gerne noch... Ach, da fehlen uns Bananen. Bananen gibt es auch noch. Okay. So. Jetzt sind wir halt der belesene Typ. So, rauskommen wir hier aber noch. Ja, jawohl, alles klar. Gut. 36 Minuten, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Folge zu Ende. Oh, Gottchen. Also wir haben auf jeden Fall einiges geschafft. Wir müssen jetzt hier hinten, wie gesagt, den ganzen Kram noch zu Stein umbauen. Dann muss das Dach noch aufgesetzt werden und zu Stein gemacht werden. Hier unten die Treppe, die würde ich, wie gesagt, gerne umsetzen. Ich glaube, ich werde die ganze hintere Terrasse abreißen, um das Ganze nochmal ein ganzes Stück nach da zu verbauen, damit ich eine ordentliche Treppe hier reinbekomme. Weil, wie gesagt, es nervt. Du stehst hier unten, hier stehst du und du kommst hier teilweise nicht an die Früchte ran. Jetzt geht das mit dem hohen Weizen, aber es klappt halt nicht immer bei kleineren Sachen. Ne? Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. So, und dann würde ich gerne auch ein bisschen anders noch hier umbauen. Aber das, da kommen wir dann in den nächsten Folgen zu. Also das machen wir auf keinen Fall jetzt. Was mich auch noch tatsächlich interessieren würde, ist, man kann den hier ja auch noch upgraden. Was bringt mir das? Bitte sagt mir da mal was zu, falls ihr das selbst schon irgendwie gemacht habt. Hier geht das ja auch. Gebt mir da mal ein Update zu, falls ihr das irgendwie herausbekommen habt, weil da bin ich jetzt tatsächlich so noch nicht hintergekommen. Und dementsprechend würde ich mich da über Feedback von euch auf jeden Fall freuen. Mal den Ofen hier auf jeden Fall nochmal voll. Nehmen uns das Brot raus. Kann der noch ein bisschen was machen? Gut. So, und bis dahin. Wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt und erst dazugekommen seid, schaut das Let's Play auf jeden Fall von Beginn an. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr hier irgendwie mittendrin einsteigt und irgendwie die Hälfte nicht versteht, weil ihr irgendwie, ja, wie gesagt, zu spät eingestiegen seid. Wobei zu spät gibt es natürlich nicht, aber erst an einem späteren Zeitpunkt, als es begonnen hat. Ja, schaut euch das Ganze doch sonst nochmal von Beginn an und wenn ihr neu dazugekommen seid, wie gesagt, lasst Support da, ne? Haut ein Abo raus, haut ein Like raus, lasst einen Kommentar da, jetzt zoomt er nämlich auch raus. Und ja, wenn ihr, also nur wenn ihr Bock dazu habt, ne? Wenn euch mein Kram gefällt. Und ja, bis wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund und danke für den massigen Support nochmal. Haut rein, bis dahin, ciao.